Wieder ziehen dunkle Wolken über Ilse auf. Für einen Großteil der Steiermark gilt bereits Unwetterwarnung. In Pirkhofberg haben große Hagelkörner bereits Schäden angerichtet. Noch ist der Bach ruhig, doch seine Ufer wurden durch die letzten Unwetter bereits stark beschädigt. Erste Blitze zucken. Donner grollt. Es regnet immer stärker. Der Boden kann das Wasser nicht mehr aufnehmen. Das Zentrum des Unwetters zieht an Ils vorbei. In der Nacht hört es auf zu regnen. Diesmal wurde Ils verschont, doch die nächsten Unwetter sind bereits angekündigt. Das war Ils am 29. Juli 2012.